Ja, herzlich willkommen. Es ist der 9.9.2012, das große Unerhört, das erste Mal-Konzert, von dem jetzt schon die Live-CD existiert. Benni hat dich schon mal vorzeitig vorbereitet, die Tracklist, sehr exklusiv. Die Lieder 1 bis 17 sind nicht drauf. So, da unten sind die Leute, die arbeiten, während ich hier Quatsch rede. Wie man nicht halt so kennt. Immer. Sollen wir das nicht hier vormachen einfach? Jetzt steht schon alles hier. Ja, ja, stimmt. Kannst du einfach hier, hier ist auch mehr Platz für die Leute, ne? Hast du schon gesehen hier? Haben wir nicht beim Jugendchor auch hier erst doof rumgestanden? So, Nils, was machst du da gerade? Ich packe meinen Koffer nicht ein, sondern aus. Ja, du musst mich auch unbedingt filmen. Ich habe mich vorbereitet. Ich bin voll Energie geladen. Und ich habe Kinderschokolade mit, wenn alles schief geht. Also nur leider ungefähr 57 Grad hier drin und deshalb schmilzt alles. Deshalb ziehe ich mir jetzt meinen Kapuzenpulli an. Da sind die Kapuzenpullis, der Nils jetzt einfach so schmordrig dazwischen hängt. Und die Hemden für den zweiten Teil des Programms. Der erste Teil des Programms hängt übrigens nicht da, so, sondern... Wieso bei richtigen A Cappella-Bands, wie bei den Großen? Unsere Anzüge für den ersten Programmpunkt hängen übrigens hier. Ihr seid jetzt ein bisschen langweilig, deshalb gehe ich einfach mal runter und zeige unseren Zuschauern hier diesen wunderschönen. Hier geht's nämlich. Hier ist noch ein Badezimmer. Und hier geht's jetzt runter Richtung Bühne. Da werden wir auch heute Abend tatsächlich dann hergehen. Hier, genau hier im Treppenhaus werden wir singen. Da hinter dieser Wand befindet sich schon die Bühne. Unser Bühnenaufgang wird dann sein. Hier links. Und da ist der Vorhang, unter dem es geht. Jetzt für den Soundtrack gehen wir aber erstmal hierher. Nils geht vor. Jungs, wo ist Jörg? Wo war Jörg runter? Hallo? Jörg ist noch zugange, ja, in seiner Kinderschokolade. Jörg und seine Kinderschokolade. Ja, willst du schon mal den Stuhl filmen für. Genau, das sieht echt stark aus. Das ist unser. Wie passt das, Nils daneben steht? Der Ehrenstuhl. Da wird der Ehrengast des heutigen Tages sitzen. Benni, der tut so, als weiß er immer, wo was genau hinkommt. Welche Scheinwerfer passen? Ob es in Arnsberg gibt, ist schon LTU oder LTE? LTE. Da kann man auch gerne hinfliegen. Ja, hoffentlich fliegen wir nicht von der Bühne. Die Kamera hält übrigens Johann. Wenn die Kameraeinstellung so ein bisschen verzerrt ist, der hat einen kleinen Tremor von gestern. Der hat nämlich die ganze Nacht nicht geschlafen. So, bevor ihr jetzt denkt, wir werden bekloppt. Wir machen uns gerade warm. Wo ist der Ablass? Ich dachte, das ist der Stier mit Stirnhöhlen, Nasen, Außenkreis gedünnt. Ist das jetzt hier der Innenkreis? Ja. Also mit Kokosnuss, das lassen wir weg. Ja, wir machen sowas nie, ne? Verlachen das immer. Das abklopfen. Nein, der Display gefällt mir.
Tag, hier bin ich. Sag mal deiner Erzeugerin, der Mann, der Star, der Popstar hätte keinen schwarzen Gürtel mit. Dann wird sie wahrscheinlich durchdrehen und den mitbringen. Wenn nicht, ist nicht so schlimm, ich trete auch ohne auf. Die rutscht die ganze Zeit runter, sie sieht wirklich cool aus. Ja? Ja, ich nehme da Alex einen Leopardengürtel. Ja, am Abend. Genau. Ja, ciao. Schwarz muss man. Schwarz. Wiedersehen. Ja. Ciao. Können wir das gleich noch irgendwo aufhängen? Den habe ich jetzt leider. Ja. Ich habe noch zwei. Ja, aber es muss ja erst auch mal ausverkauft sein, ne? So ja. Rotes ist es. Ja, ich hoffe, dass wir das gleich mal aufhängen können. Ja. Und? Sexy. Hallo. Ich weiß. Und jetzt machst du mir das auch. Gut aus. Das sieht gut aus. Guck mal, die Haare sind sogar schon wieder so lang, dass er so ein bisschen hoch machen kann. Wolltest du eigentlich noch mal so kurz machen oder war das mit dem Wettel verloren? 25 Minuten. Nee, Einlass ist erst um 7 Uhr. Einlass ist. Nein, Einlass ist. Wieso Einlass ist 19, Beginn 19:30? Ja. Und der Einlass ist in 25 Minuten. Haben wir schon? Oder sehe ich das falsch? Keine Sorge, jetzt. Cool. Willkommen in Sabrinas und Alexandras Beauty Salon. Ja. Warte, du schwitzt doch nicht, ne? Du warst aber optimistisch, oder? Danke schön. Leider ausverkauft. Oh je, warte mal, da staubt er schon. Ach, lass es doch. Ist das nicht Gott sei Dank ausverkauft? Nicht, dass er nachher aussieht wie der Joker. Ich glaube schon, das ist er nicht. Ich hatte tatsächlich irgendwie alles eine halbe Stunde nach vorne für dich. Von hier sehen, was Asche. Gibt es das Johann? Das war so gut. Weißt du, was Johann total mag? Guck mal, der mag das hier. Jetzt merkt man es aber gar nicht. Ah, nein! Jetzt merkt man es aber. Ich habe das Gefühl, aus Alex ist das auch so eine richtig gute Französin. Ja, genau. Vorstellung ist klar. Ist doch schon besser. Ja, der Ecke. Willst du dir einmal mit dem Handtuch das Gesicht so ein bisschen tropfen? Wenn ich das muss, dann habe ich das. Ja, auch Oma verstehe. Ja. Ist schöner dann. Ich weiß, und jetzt? Mach so lange, wie du willst. Hauptsache, ich kann ein bisschen sitzen. So, lassen wir es. Das ist immer gut. Weil ich darf nicht total weiß werden. Das ist doch gar nicht weiß. Wo ist es denn weiß? Nein, ich sag's auf der Nase ein bisschen. Was? Bist du ein Nasenweiß? Ich bin ein Nasenweiß. Bitte. Du Schäbel. Wunderbar. Was mit dem Bart? Das sieht bestimmt gut aus. Ja. Oder nicht? Trans wieder. Pass auf die Haare auf. Du hast dann alles nass. Das ganze sind schaue Haare. Trockene Fleck. Warte mal, und das hebt sich dann ab. Verstehe ich. Ins Ohr am besten. Gut. Ich finde, ich sehe voll blass aus. Wir haben auch Farbpuder sonst noch mit. Er hat die doppelte Dosis. Ich mache das ganz spaßhaft. Also hier wird auch altersgerecht geschminkt. Danke. Musst du da so ein bisschen was kaschieren? Ja. Ich bin 3 Kilo schwerer. Schweinerei. Darf auch ein bisschen Kajal sein? Die Augen. Also wer würde aber grundsätzlich die Tröte. Wieder der Flug der Karibik hier, oder? Vielleicht schimpfen sie wieder alle über mich. Das ist nicht so blöd. Oh, schön. Ja, super. Total schön. Nein, das geht weg. Du musst schon ein bisschen. Nein! Der kann jetzt nicht! Benni, sogar was? Benni, ich möchte dich jetzt interviewen. Stell dir vor, 2 Grazien schminken dich. Und dann steht hinter dir dein bester Freund und fragt dich. Sabrina, du machst immer mehr. Benni, hörst du mir noch zu? Ja. Hör zu. Johann sagt, wir müssen jetzt raus. Nils sagt, ich gehe als Letzter. Jörg sagt, ich auch. Sebastian sagt, welches Lied singen wir? Was sagst du? Hau ab! Diesel! Hau ab, das passt überhaupt nicht.